Mehr als 12 Stunden lang verschanzt sich ein Mann zu Oerlikon auf einem Kran und leitet dort mehrere Feuer. Nach langen Verhandlungen hat sich der Mann ergeben. Der Wladimir Putin will scheinbar nicht mehr auf die Ratschläge von seinen militärischen Experten hören. Er entscheidet jetzt selber über die Aktionen im Ukraine-Krieg. Forscher von der Uni Zürich entdecken 2 neue Arten von Delfinen in der Schweiz. Sie sollen vor Millionen von Jahren im Mittelland geschwommen sein. Dienstag, der 17. Mai, das ist das Wichtigste von heute. Jetzt im Tag in 5 Minuten auf Blick TV. Dramatischer Einsatz am Bahnhof Zürich-Oerlikon. Während über 12 Stunden verschanzt sich ein Mann auf einem Baukran und legt Feuer. Die Feuerwehr probiert, die Flammen mit einem Hubritter zu löschen. Die Sicherheitskräfte reden lange mit dem Mann, dass er wieder oben runterkommt. Der Mann rührt auch Sachen ab und verletzt so eine Feuerwehrfrau. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort und muss das Gebiet rund um den Kran absperren. Kurzzeitig fahren auch keine Züge mehr am Bahnhof Oerlikon. Heute Mittag dann endlich die Entwarnung. Der Mann geht auf und lässt sich von der Polizei begleiten. Warum das der Mann das gemacht hat, ist bis jetzt nicht klar. Finnland und Schweden wollen in die NATO, aber der türkische Präsident Erdogan will genau das verhindern. Das Problem dabei, für den NATO-Beitritt müssen alle 30 Mitgliedstaaten einverstanden sein. Ob Erdogan wirklich den Beitritt der beiden Staaten verhindern wird, das hat uns heute Mittag der Präsident von Swiss Peace, Laurent Götschel, erklärt. Rein formell wäre das zwar möglich, aber ich erwarte nicht, dass das passieren wird. Ich gehe davon aus, dass die Türkei ein bisschen pokert und versucht, vielleicht für sich das eine oder das andere von anderen Ländern innerhalb der NATO wahrscheinlich am ehesten von den USA zu bekommen. Auch der Putin hat keine Freude und warnt die beiden nordischen Länder. Mit ihrem Beitritt würden die internationalen Spannungen nur noch zunehmen. Vor dem Krieg in der Ukraine wäre ein Beitritt dabei für beide Länder noch undenkbar gewesen. Der Wladimir Putin lässt offenbar nicht mehr auf die Ratschläge von seinen Experten. Er entscheidet jetzt lieber selber über die nächsten militärischen Aktionen. Das berichtet die britische Zeitung The Guardian. Mit einem Raketenangriff hat das russische Militär ein ukrainisches Hilfszentrum in der Nähe von Kharkiv komplett zerstört. Im Zentrum sind Kleider und Lebensmittel der Bevölkerung verteilt worden. Nach einer wochenlangen Blockade sind heute Nacht über 260 ukrainische Soldaten aus dem Azov-Stahlwerk zu Mariupol evakuiert worden. Sie sollen jetzt in einem Gefangenenaustausch freikommen. Seit Wochen herrscht in Shanghai ein harter Lockdown. Wo wirkt? Es gibt keinen einzigen Corona-Fall mehr in der chinesischen Millionenmetropole. Der Lockdown geht aber trotzdem weiter. Der 17-jährige Jack Daniels vom englischen Zweitligist FC Blackpool hat sich als homosexuell geoutet. Der Engländer ist der bisher einzige aktive Profifußballer zu Europa, der sich geoutet hat. Delfine in der Schweiz? Ja, das hat es mal gegeben. Forscher von der Uni Zürich haben über 300 fossile Überreste von Meeressäugern analysiert und bis jetzt unbekannte Delfinarten entdeckt. Die Delfine sollen vor Millionen von Jahren im Mittelland zusammen mit Haien, Rochen und Walen geschwommen sein. Die Amber Heard hat unter Eid gelogen. Anders als sie vom Gericht gesagt hat, hat sie nicht die ganze Scheidungssumme, die sie von Johnny Depp bekommen hat, gespendet. In einem Interview im Jahr 2018 hat Amber behauptet, dass sie ihre ganze Scheidungsvereinbarung von 7 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke gespendet hätte. Sie hat gesagt, dass sie die Hälfte vom Geld an ein Kinderspital und an eine Bürgerrechtsorganisation gespendet hätte. Das hat sie vor Gericht so bestätigt. That's correct. I made that statement as soon as I got a divorce and we reached the settlement. That's when I pledged it, right then. Aber das ist offensichtlich gelogen. Der Finanzchef der Bürgerrechtsorganisation ACLU hat vor Gericht ausgesagt, dass sie nie die ganzen 3,5 Millionen Dollar bekommen haben.